Liebe Studierende und Kolleginnen, sehr geehrte Gäste unserer Diskussionsveranstaltung, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Angela Koch. Ich lehre und forsche im Bereich der Ästhetik und Pragmatik audiovisueller Medien an der Kunst-Uni Linz. Ich baue derzeit zusammen mit meiner Kollegin Sabrina Kern den Forschungsschwerpunkt Erinnerungsarbeit, ästhetisch-politische Praktiken auf. Wir gehen davon aus, dass Erinnerung den Gedenkstätten für die Betroffenen und Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht per se eingeschrieben ist. Vielmehr muss Erinnerung immer wieder von neuem aktiviert, hergestellt, verhandelt und ästhetisch inszeniert werden. Die Erinnerungskultur ist stets in Arbeit und verändert sich. In unserem Forschungslab wollen wir uns daher mit aktuellen und perspektivisch neuen Formen der Erinnerung auseinandersetzen. Heute ist der 27. Januar, der Tag, an dem 1945 sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im vom damals Deutschen Reich besetzten Polen befreiten. Die Vereinten Nationen haben diesen Tag im Jahr 2005, also 60 Jahre danach, zum Internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt. Die UN-Generalversammlung verabschiedete damals eine Resolution, in der sie, Zitat, vorbehaltlos alle Manifestationen von religiöser Intoleranz, Verhetzung, Belästigung oder Gewalt gegenüber Personen oder Gemeinschaften aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder religiösen Überzeugung verurteilt. Zitat Ende. Wir schließen uns dieser Resolution an und setzen uns darüber hinaus gegen jegliche Diskriminierung und physische, psychische oder symbolische Gewalt gegen benachteiligte Menschen ein, die aufgrund gesellschaftlichen Kategorisierungen wie Alter, Behinderung oder Krankheit, Migrationshintergrund, ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Orientierung, soziale und ökonomische Lage oder Herkunft gründen. Aus Anlass des Holocaust-Gedenktags möchten wir Ihnen heute einen französischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1956 vorstellen. Der Film Nacht und Nebel des Regisseurs Alain Resnais ist der erste Versuch, mit filmischen Mitteln nicht nur die brutale Diskriminierung, Ausbeutung, Deportation, Internierung und Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden zu zeigen, sondern auch die Frage nach der Verantwortung zu stellen. Viele der Bilder, die teils von Nazi-Fotografen, teils aber auch von alliierten Soldaten bei der Befreiung der Lager aufgenommen wurden, gehören heute zum bekannten Bilderrepertoire. Diese Bilder zeigen nicht nur die unvorstellbare Gewalttätigkeit der Nazis und der SS, sondern werden heutzutage auch selbst als gewaltförmig verstanden. Nacht und Nebel ist sicher kein einfacher Film. Seine Bilder werden durchaus als verstörend wahrgenommen. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass der französische Dichter Jean Cayrol selbst als Gründer des KZ Gusen den Text verfasst hat. Dieser Text wurde von Paul Celan ins Deutsche übersetzt. Hans Eisler hat die Filmmusik geschrieben. Der Film dauert nur kurze 30 Minuten. Leider dürfen wir den Link zum Film nicht auf der Website veröffentlichen. Das heißt, wer den Link und das Passwort noch braucht, kann das unter medienästhetik.ufg.at jetzt noch anfordern. Wir beginnen um 18:45 Uhr mit der Diskussion des Films wieder hier auf YouTube. Am besten, Sie lassen dieses Fenster, was Sie jetzt offen haben, auch dann gleich offen. Moderiert wird die Diskussion von meiner Kollegin Sabrina Kern. Sie ist Universitätsassistentin im Fachbereich Ästhetik und Pragmatik audiovisueller Medien und schreibt an ihrer Dissertation mit dem Arbeitstitel Trümmer, Frauen, Denkmäler, der Wiederaufbau von Städten, Denkmälern und Erinnerungskulturen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bedanken möchte ich mich bei unseren drei Gästen, Margit Eschenbach, Eva Hohenberger und Tanja Seider, für ihre Bereitschaft, auf einem virtuellen Online-Diskussionspodium zu sitzen. Bei Maria Kepplinger, Silvia Leitner, Lorenz Hutterer, Birgit Atzmüller für die umsichtige organisatorische Unterstützung, bei Ufuk Serbest für die großartige technische Betreuung.
bei Andrea Probst für die passende grafische Gestaltung und bei den Kolleginnen der Presseabteilung Doris Diensthuber, Julia Quentner und Tobi Pritzel für die wichtige Bewerbung der Veranstaltung. Und nun bitte ich Sie, auf den Link des Films zu klicken und das Passwort einzugeben und wünsche ein gutes Streaming. Ja, willkommen zurück. Mein Name ist Sabrina Kern und ich werde heute die Moderation übernehmen. Ich möchte jetzt nochmal alle ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen, die anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust stattfindet. Ja, wir haben jetzt alle den Film Nacht und Nebel gesehen. Wir werden dann auch gleich zur Diskussion mit unseren geladenen Diskutantinnen Margit Eschenbach, Eva Hohenberger und Tanja Seider kommen. Ich möchte vorher noch kurz was zum Ablauf sagen. Ich werde noch mal kurz ein paar Worte zum Film sagen, danach unsere Gäste vorstellen und dann wird auch schon die Diskussion starten. Nochmal der Hinweis für die Zuseherinnen zu Hause. Es gibt die Möglichkeit, über YouTube im Chat Kommentare oder auch Fragen zu posten. Angela Koch wird dann diese auch in die Diskussion oder ausgewählte davon in die Diskussion einbringen. Ja, und für die Diskussion ist circa eine Stunde angedacht. Also jetzt nochmal zum Film. Der Film entstand 1955 in Frankreich, wurde 1956 das erste Mal vorgeführt. Regie führte Alain René, die Musik machte Hans Eisler und der Text im französischen Original stammte von Jean Cayrol. Angela Koch hat es ja bereits erwähnt. Cayrol ist mit der oberösterreichischen Lokalgeschichte verbunden, da er im KZ Mauthausen-Gusen ab 1943 inhaftiert war. Er war selbst Widerstandskämpfer in Frankreich und wurde deswegen verhaftet. Für die deutsche Übersetzung, beziehungsweise in der BRD-Fassung, die wir jetzt gesehen haben, war Paul Celan verantwortlich, der ebenso ein Überlebender des Holocausts war. Besonders erwähnen möchte ich auch noch die zwei HistorikerInnen, Olga Worms-Migaud und Henri Michel, da die beiden Initiatorinnen und auch historische BeraterInnen für den Film waren und somit auch wesentlich für die Entstehung des Films mitverantwortlich waren. Ja, es gibt verschiedene Fassungen von dem Film. Ich möchte jetzt nur drei ansprechen. Das ist das französische Original, das es auch mit englischen Untertiteln gibt. Dann gibt es eben die BRD-Fassung, die wir heute gesehen haben. Es gibt aber auch noch eine DDR-D-Verfassung, wo der Kommentartext noch einmal anders übersetzt worden ist. Ja, der Film löste dann damals in den 50er Jahren schon viele Debatten aus. Das fängt bei der Zensur an. Es gab dann auch einen politisch-diplomatischen Skandal rund um das Filmfestival in Cannes. Der Film wurde dann später auch sehr viel an Schulen gezeigt. Er wurde auch an der Gedenkstätte Auschwitz über mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, gezeigt. Und der Film wurde zu Anfangs auch deswegen etwas kritisch beäugt, weil René hat 1953 den Film auch Statuen sterben realisiert, der wegen antikolonialistischer Tendenzen zensuriert und verboten worden ist und somit hatte er schon einen dementsprechenden Ruf als Regisseur. Ja, im Film werden verschiedene Materialien verwendet, Archivmaterialien aus der NS-Zeit, aus der Zeit der Befreiung. Es findet sich aber eben auch nachgedrehtes Material, das den Anschein von historischem Material annimmt, weil es auch in Schwarz-Weiß gefilmt worden ist. Und es gibt eben die farbliche Ebene, die auf die damalige Gegenwart der Tatorte namentlich gedreht wurde, der Film in Auschwitz und Majdanek, genau die Ebene der Gegenwart behandelt. Ja, Teile des Films kommen immer wieder in zahlreichen anderen Filmen vor, vor allem das historische Material, das damals für den Film recherchiert worden ist, wurde dann auch immer wieder in anderen Filmen verwendet.
Der Film wurde auch beim Eichmann-Prozess in Israel gezeigt, allerdings ohne Ton, bekam dann auch etwas Juristisches. Und vielleicht zur Rezeption heute. Leider konnten wir zu Österreich nichts herausfinden, ob oder inwiefern, wie oft und in welchem Rahmenkontext dieser Film gezeigt wird. In Deutschland wird er zumindest als einer von 35 Filmen im Filmkanon des Filmsymposiums der Bundeszentrale für politische Bildung aufgelistet. Ja, dann komme ich jetzt auch schon zu unseren geladenen Gästinnen. Ich werde sie kurz vorstellen, aber also ich werde nicht alles in aller Breite ausführen. Wir haben auf unserer Ankündigungsseite die Webseiten bzw. Biografien verlinkt. Also wer sich dann noch näher interessiert für Publikationslisten oder für die Filmografie von Frau Eschenbach, bitte dort einfach nachschauen. Ich fange einfach in alphabetischer Reihenfolge mit Frau Eschenbach an. Sie ist Filmemacherin und wir haben sie deswegen eingeladen, weil sie 1999 den Film KZ Buchenwald Post Weimar für die KZ-Gedenkstätte Buchenwald realisiert hat. Das ist ein 30-minütiger Film, der dann auch seit 1999 mehrfach täglich im Kino der Gedenkstätte Buchenwald gezeigt wurde. Ob er das heute noch wird, das müssen wir sie dann selber fragen. Margit Eschenbach hat Geschichte, Sozialwissenschaften und Pädagogik studiert und hat dann ab 1985 begonnen, eigene Filme als Autorin, Regisseurin, Produzentin zu realisieren. Sie hat Kurzspielfilme, Dokufakes, Dokumentarfilme, Auftragsfilme für verschiedene Sender und Eigenproduktionen gemacht. Sie war außerdem an vielen internationalen Festivals beteiligt, hat diverse Preise erhalten und war auch Mitglied in zahlreiche Juries. Besonders hervorheben muss man, dass sie seit 1992 den Studienbereich Film an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, die heute Zürcher Hochschule der Künste heißt, aufgebaut hat und geleitet, wo sie auch eine Professur hatte und 2003 dann auch den Filmpreis der Stadt Zürich für diesen Aufbau erhalten hat. Ja, sie war auch sonst als Dozentin, Gastprofessorin, Lehrbeauftragte an verschiedenen anderen Universitäten tätig. Eva Hohenberger haben wir eingeladen, weil sie ganz wesentlich für die Übersetzung dieses Buches relevant war. Das ist das Buch Nacht und Nebel, ein Film in der Geschichte von Sylvie Lindeberg, sozusagen ein Standardwerk auch zum Film. Eva Hohenberg ist Medienwissenschaftlerin und ist am Institut für Medienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum tätig, seit 1994 als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihre Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit umfassen Theorie, Geschichte und Ästhetik des Dokumentarfilms. Sie hat Publizistik, Germanistik und Linguistik und dann noch Medienwissenschaft und allgemeine Sprachwissenschaft studiert. Promoviert hat sie zum Thema gefilmte Wirklichkeit und Wirklichkeit des Films, Annäherung an eine Theorie des dokumentarischen und ethnografischen Films. Bei Frau Hohenberger möchte ich jetzt nur eine Publikation erwähnen, weil sich da auch schon ein Konnex zu Margit Eschenbach auftut. 2006 Gedenken als Gebrauch über die Auftragsfilme der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, wo sie auch über Margit Eschenbachs Film geschrieben hat. Ja, last but not least, Tanja Seider. Tanja Seider haben wir eingeladen, weil sie wissenschaftlich zu Film als didaktischen Mittel in der politischen Bildung, in der Erinnerungsarbeit, Gedenkstättenpädagogik arbeitet. Sie ist Politikwissenschaftlerin, lehrt im Bereich der politischen Bildung und Politikdidaktik und ist seit Oktober 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind politische Bildung im Anthropozän, Anthropozän und Klimawandel im Museum, Dokumentarfilmstudien, Shoah und Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur, Oral History und Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Von 2016 bis 2018 war sie Fachdozentin an der Ben-Gurion-Universität Be'er Sheva in Israel
und war dort Teil des israelisch-deutschen Museum-Forschungsprojekts Shoah-Gedenken in der Migrationsgesellschaft. Sie arbeitet aber nicht nur an der Universität, sondern auch im NS-Dokumentationszentrum in München als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Gut, dann werden wir jetzt mit der Diskussion starten. Und die erste Frage, die ich an unsere Diskutantinnen habe, haben wir auch in unserer Ankündigung formuliert. Warum ist der Film Nacht und Nebel eigentlich heute noch interessant? Warum sollte man ihn heute noch zeigen? Und wo ist er vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß? Es kommen nämlich im Film auch Fakten vor, die widerlegt sind, also Zahlen, die auch nicht mehr stimmen. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir seit 70 Jahren verschiedenste Filme zu NS, zu Holocaust, zu KZs und Lagern haben, warum sollte man sich genau noch mit einem Film aus den 50er Jahren beschäftigen? Ich möchte jetzt mit Eva Hohenberger starten. Bitte. Ich muss mich ja auf Ton schalten. Ja, ich habe mir den Film heute Mittag nochmal angeschaut und ich war eigentlich ganz überrascht, positiv überrascht. Mir kam vor, der ist ja aktueller denn je. Du hast ja schon richtig gesagt, das mit den falschen Jahreszahlen wäre mir gar nicht aufgefallen, aber ich bin über die 9 Millionen Toten gestolpert. Der Film kann natürlich 60 Jahre nach seiner Entstehung oder mehr als 60 Jahre nach seiner Entstehung nicht mehr aktuell sein in Hinsicht auf das historische Wissen. Ja, das historische Wissen hat sich natürlich unendlich verbreitert und heute weiß man mehr und genaueres über die Lager. Also kann er nur noch interessant sein, aus filmhistorischer Sicht und aus ästhetischer Sicht, habe ich so gedacht. Was ist filmhistorisch an dem Film interessant? Das wurde auch schon ein bisschen erwähnt. Ich fürchte sowieso, wir werden ein wenig redundant werden. Zum einen aufgrund seiner Rezeptionsgeschichte. Ja, du hast ja da schon ein paar Hinweise gegeben. Es gab einen kleineren Akt der Zensur, den hat der Film aber ganz gut überstanden. Und am Ende war er staatstragend. Ja, also der französische Kultusminister Jacques Lang hat ja zu Beginn der 80er Jahre diesen Film allen französischen Schulen und Schülerinnen als Pflichtsichtung verordnet. Und ich glaube, er ist auch bei vielen Gedenkanlässen dann im französischen Fernsehen immer wieder ausgestrahlt worden. Filmhistorisch interessant ist natürlich auch die Produktionsgeschichte. Auch darauf bist du ja schon ein wenig eingegangen, dass der Film also aus dem Kontext einer Ausstellung heraus erwachsen ist. Es ist also ein Auftragsfilm, also im strengen Sinn ein Auftragsfilm. René hat sich gar nicht drum gerissen, diesen Film zu machen, sondern er ist angefragt worden, soweit ich weiß, über den Produzenten Pierre Braun-Berger, der ein ziemlich bekannter Produzent in der Geschichte der Nouvelle Vague gewesen ist, und der ist auf den Namen René gekommen und dann wurde René gefragt. Aber zurück zu dieser historischen Ausstellung. Diese Ausstellung hatte sich fokussiert auf das Schicksal der französischen Deportierten in deutsche Lager. Der Kontext war also sehr national. Und das Schöne an dem Film, als ich ihn heute nochmal wieder gesehen habe, war, dass er diesen nationalen Kontext völlig überschreitet. Da ist von französischen Deportierten keine Rede. Es geht um alle. Ja? Also die Erfahrung der Deportation, des Lageraufenthaltes werden universalisiert. Und der Film endet ja mit diesem sehr starken Schlussappell an die Zeitgenossen, wachsam zu bleiben. Und ich glaube, dass gerade wegen dieses Schlussappells dieser Film aktuell ist. Ja, weil er hat in gewisser Weise, habe ich mir dann so gedacht, diesen Satz von Primo Levi, den wir alle kennen, aber
den ich jetzt wahrscheinlich falsch wiedergebe. Es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Ja, das ist ja dieser Satz von Primo Levi. Und ich dachte, der liegt diesem Film zugrunde. Es ist geschehen, es kann wieder geschehen und wir müssen rund um die Uhr wachsam sein. Ja, dass das nicht nochmal passiert. Aufgrund seiner Produktionsgeschichte, das war ja auch noch so ein bisschen angefragt, gehört der Film eindeutig und zentral in den Kontext von Erinnerungskultur. Also er kommt aus diesem Kontext heraus und er greift in diesen Kontext ein, mit dieser universalen Perspektive und mit diesem Appell, aber auch deshalb, weil er von vornherein als pädagogisches Instrument angelegt war. Also die Macher haben sich schon immer gedacht, dass man diesen Film den berühmten jungen Menschen zeigen sollte. Aber er spielt eben auch noch eine Rolle in verschiedenerlei anderer Hinsicht. Der eine wichtige Punkt, der schon erwähnt wurde, ist die Verwendung des historischen Materials. Und du hast auch schon gesagt, dass René in verschiedenen Archiven recherchiert hat, zu denen er zu der Zeit überhaupt nur Zugang finden konnte. Das waren Archive in Polen, in Großbritannien und in den Niederlanden. Und das sind Aufnahmen, die wir inzwischen häufig gesehen haben. Ich glaube aber, dass sie Mitte der 50er Jahre, weiß Gott, nicht in dieser Weise bekannt waren und zum ersten Mal in diesem Film einem größeren Publikum gezeigt wurden, wenn sie vielleicht vorher nur eine Rolle gespielt haben im Gerichtsverfahren. Deswegen hat dieser Film von René einen Stellenwert bekommen, in gewisser Weise auch als Filmarchiv. Ja, aha, das war der Stand, das konnte man damals finden an historischem Material. Dann möchte ich noch hinweisen auf die Musik. Ich verstehe wirklich nicht viel von Musik, aber ich würde unterstellen, dass diese Filmmusik schon ziemlich außerordentlich und einmalig ist. Eisler war immerhin ein Komponist, der zusammen mit Adorno ein Buch über Filmmusik geschrieben hat und in diesem Buch sich für einen kontrapunktischen Einsatz von Musik ausgesprochen hat. Das heißt, für das ganze Gegenteil dessen, was im klassischen Hollywood-Spielfilm der Fall ist. Und das merkt man ja auch in diesem Film. Also da, wo im klassischen Hollywood-Film, wenn es traurig wird, die Geigen schluchzen, hat man hier nur so ein zartes Motiv aus "Ich höre Flöte". Vielleicht ist es auch eine Klarinette gewesen. Und dann gibt es diese Stelle, ich hoffe, dass das alle gehört haben, wo Eisler die deutsche Nationalhymne zerlegt. Das ist, während man Aufnahmen sieht von einem Transport aus Westerbork, einem niederländischen Durchgangslager. Und diese Stelle finde ich natürlich besonders interessant, aber die finde ich deshalb interessant, weil es zwei Dinge gibt, die man als Hintergrund dazu vielleicht wissen muss. Das eine ist, dass die deutsche Nationalhymne, seitdem es sie als deutsche Nationalhymne gibt, ununterbrochen deutsche Nationalhymne war. Also auch im Dritten Reich war das die deutsche Nationalhymne und in der BRD war es auch die deutsche Nationalhymne. Man durfte bestimmte Strophen nicht mehr singen, aber die Musik ist ja die gleiche geblieben. Das zweite als Hintergrund ist die Tatsache, dass Eisler der Komponist ist der DDR-Nationalhymne. Und wenn jetzt also dieser DDR-Komponist Eisler diese westdeutsche Hymne auseinandernimmt, dann halte ich das auch für ein sehr zeitgenössisches Statement und einen Hinweis auf Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und der BRD. Und von diesen Kontinuitäten hat sich ja die DDR bekanntermaßen mit Aplomb abgesetzt. Ob das nun legitim war oder nicht legitim war, ist ja eine andere Frage. Ja, aber das finde ich noch einen interessanten Aspekt. Man kann also zusammengefasst, würde ich sagen, diesen Film für sehr unterschiedliche Fragestellungen wieder aktualisieren. Wenn man es auf den Kontext von Erinnerungspolitik beschränkt, würde ich sagen, liegt die Aktualität in dem, was dem Film einmal vorgeworfen worden war, nämlich der Universalisierung und diesem
Schlussappell, der sich aus der Universalisierung heraus ergibt. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt mit Margit Eschenbach weitermachen. Vielleicht nochmal aus der Perspektive der Filmemacherin, beziehungsweise auch Sie haben ja einen Auftragsfilm für eine Gedenkstätte gemacht. Inwiefern ist der Film für Sie heute noch interessant oder relevant? Oder vielleicht können Sie auch ein bisschen berichten, wie Sie an Ihren Film herangegangen sind im Jahr 1999 und genau. Ja, ich habe einen Film für die Gedenkstätte Buchenwald gemacht, einen Auftragsfilm. Man drängt sich ja nicht freiwillig, so ein Thema anzugehen, sondern das ist schon, ich habe das sehr lange überlegt, ob ich das wirklich mache. Übrigens auch ein Lager, wo sehr viele Franzosen waren. Übrigens das ganze Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Frankreichs saß da, interniert. Buchenwald hatte aufgrund der Tatsache, dass Weimar eine Kulturhauptstadt wurde im Jahr 1999, einfach das Geld, einen neuen Film zu machen. Es gab schon vorher einen Film aus der DDR-Zeit, der nicht mehr aktuell zu sein schien, weil das führt vielleicht so weit, weil das eine Idealisierung der Befreiung war. Das Einzige, was ich vielleicht noch gerne auch mal fragen würde, weil Eva Hohenberger die DDR angesprochen hat, ich kenne die DDR-Version nicht. Ist da eigentlich ein großer Unterschied im Text? Also es wäre doch zu vermuten. Ist der eigentlich nicht zugänglich? Weil ich weiß, bei meinem Film und ähnlich wie bei Alain René, natürlich die Betroffenen wollen mitreden, was in dem Film gezeigt wird. Also man hat nicht irgendwie freie Hand, nur das machen zu können, was man will, sondern es gibt viele Hürden, die man nehmen muss, um wirklich das zeigen zu können, von dem man überzeugt ist, dass es wichtig ist. Also ich weiß in der Geschichte zu Nuit et Brouillard, dass Nacht und Nebel, dass es da durchaus Diskussionen vorher gab. Das gab es bei mir auch, denn das Komitee der Mithäftlinge, der ehemaligen Häftlinge, wollte stark Einfluss nehmen und Buchenwald war ein Lager, was sehr stark politische Verfolgte, also politische Häftlinge hatte, eben viele Kommunisten, aber eben auch sehr viele jüdische Häftlinge, die lange in der Rezeption gar nicht wahrgenommen wurden. Es gab ein kleines Lager, was lange und in der DDR-Zeit auch übergangen, man kann auch sagen, verschwiegen wurde. Also so ein Film ist immer ein Stück Erinnerungskultur, aber auch ein Stück und Ausdruck von der Erinnerungspolitik. Wann beauftragt wer einen Film, eine Filmemacherin, mit welcher Absicht? Und bei mir war klar, es soll für die Gedenkstätte sein. Das heißt, war natürlich auch dieses Moment von pädagogisch-didaktischer Überlegung. Aber das ist, denke ich, bei so einem Filmthema immer. Also außerdem halte ich sowieso Filmemacher für verdeckte Pädagogen. Die wollen immer was mitteilen, die wollen warnen und mahnen. Und das ist ja auch berechtigt und ja, ich finde den Film, ich habe ihn jetzt auch nochmal wieder gesehen, ich finde ihn schon sehr eindrucksvoll, weil er auch eine gewisse Abstraktion hat. Also ich finde, er ist ganz stark getrieben von dem Text, von dieser Unterschiedlichkeit, mal wir zu sagen, denn Mann. Also er spricht ganz viel an. Es sind die Betroffenen, die dort sind, es sind die mit der Kamera jetzt fahren, wir fahren da. Also dieses, es ist ein Wir, ein Ich, ein Mann. Und es ist auch diese unterschiedliche Form der Diktion, finde ich eindrucksvoll. Er treibt auch voran, das Tempo wird anders. Und das ist natürlich sehr toll. Bloß diese Art von Filmgestaltung ist für uns heute relativ altmodisch, weil man eigentlich nicht mehr eine Stimme über 30 Minuten Filmbilder heute machen würde. Wir würden heute sowieso Zeitzeugen nehmen, das ist ganz klar. Das war damals offensichtlich nicht beabsichtigt, obwohl 10 Jahre nach Befreiung wären ja viele da gewesen. Aber wahrscheinlich konnte man sich auch aus politischen Gründen nicht einigen, wer wird gefragt, wäre meine These. Ja, nochmal kurz zu der Frage auch der DDR-Übersetzung. Wollen Sie, Frau Hohenberger, da noch kurz antworten, bevor ich zu Tanja Seider übergehe?
Also ich habe das Buch von Siri Lindeberg jetzt auch nicht mehr, um ehrlich zu sein, so wahnsinnig gut im Kopf. Ich erinnere mich aber, dass die Übersetzung für die DDR eigentlich enger am Originaltext dran war als die recht freie Übersetzung von Paul Celan. Gut. Damit hat sich die DDR auch, ich weiß nicht, gebrüstet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das meinte sie doch auch betonen zu müssen, ja, dass die Übersetzung für den Westen sehr frei war in Hinsicht auf den Originaltext. Ich würde dir vollkommen recht geben, dass dieser Text wichtig ist und mir ist es heute auch nochmal aufgefallen, ja, also dieses Mann, einmal dieses Ich. Und es wird eigentlich gegen Ende immer mehr wir. Aber dieses Wir, ja, das sind die Zeitgenossen. Das sind, Ja. ja. Darf ich noch mal kurz was dazu sagen? Bitte. Und er hat ja fast, also er changiert ja auch. Er hat was Ironisches, fast was Zynisches und dann wieder was sehr pathetisch, also aufwühlendes, nicht? Also mit dieser Schlusssequenz, die du genannt hast, ne? Ja, das finde ich auch. Also diese Sprechmodalität. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass das Plakat für diese Veranstaltung die Wachtürme abgebildet hat. Das ist vielleicht nicht das übliche Bild, was man nehmen würde, wenn man Reklame macht für Nacht und Nebel. Aber dass nur ausgerechnet die Wachtürme waren, weil zu den Wachtürmen es tatsächlich einen sehr sarkastischen Kommentar gibt. Ja, wie da der Stil über die Pagode bis zur Stillosigkeit, das ist dann eben irgendeine Kiste, wie das beschrieben wird. Und für uns heute ist ja der Wachturm etwas, was in der Ikonografie der Vernichtung eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja? Also der Wachturm und der Stacheldraht. Und noch die Sprüche immer über den Eingängen. Das kommt ja doch immer wieder vor. Ich habe jetzt noch kurz den Hinweis von Angela Koch bekommen. Für diejenigen, die gerne eben kommentieren oder Fragen stellen würden, bitte einfach auf das Fenster klicken, dann kommt man zu YouTube oder über YouTube, über den Kunstuniversität Linz Channel zu der Live-Übertragung zusteigen. Und dort ist dann das Chatfenster, wo man sich einbringen kann. Gut, ja, jetzt zu Tanja Seider nochmal auch Blickwinkel von der Didaktik, Pädagogik. Eva Hohenberger hat eh schon erwähnt, die Historikerinnen haben sich damals auch schon gedacht, das Medium Kino ist bestens geeignet, eben die junge Generation zu erreichen und auch für die Zeitgeschichte zu interessieren. Heute diskutiert man darüber, über alle möglichen anderen medialen Formen, wie man die heutige Jugend erreichen kann. Aber vielleicht bleiben wir jetzt eben mal beim Film. Was kann eigentlich Film in Bezug auf Vermittlung leisten oder warum wählt man dieses Medium auch so gern oder auch so gern in Gedenkstätten, dass man eben einen Film vorher, nachher, dazwischen zeigt, so Rundgänge ergänzend oder auch in Schulen? Also was kann da eigentlich Film an sich leisten? Ja, allgemein denke ich, wird Film eingesetzt, um so eine Form von Konkretheit oder so Alltags- oder Detailliertheit, also die Schüler damit mit so einem Wissen anzureichern, das sie sonst nicht haben. Die kennen eben Fakten. Und in dem Fall bei Nacht und Nebel ist eigentlich genau das, also würde ich sagen, der hat so eine eigentümlich, also er changiert sehr stark zwischen einer sehr Konkretheit und einer großen Abstraktion. Und aus heutiger Sicht ist er eigentlich gar nicht geeignet. Also meine Einschätzung gewesen, bevor ich den Film jetzt nach langer Zeit mal wieder gesehen habe. Und dann habe ich ihn angeschaut und war erstmal auch schon überwältigt von dieser Wucht und Gewalt der Bilder und von diesem Kommentar. Und würde jetzt sagen, doch, der eignet sich sehr gut. Also nicht vielleicht nicht für jede Gruppe,
sicherlich ab einem bestimmten Alter. Und wir wollen noch über die Triggerwarnung später sprechen, das hatten wir im Vorgespräch. Aber warum eignet er sich? Also zum einen einfach, wie schon gesagt, ja, das ist ein Filmkunstwerk. Also der waren maßgebliche Intellektuelle und Künstler unter antifaschistischen Vorzeichen beteiligt. Also es ist einfach ein wichtiges europäisches Erbe. Die Rezeptionsgeschichte ist ganz spannend und ich denke auch, da würden Jugendliche heute ganz viel erfahren über diese verschiedenen Umgangsweisen eben mit den NS-Verbrechen, mit der Kollaboration mit dem Holocaust. Der wurde ja eben, wir haben es schon gehört, in der Bundesrepublik, in der DDR, in Israel, in Frankreich, jeweils anders rezipiert. Überall war es, gab sozusagen ein anderes Tabu, was nicht irgendwas rausgeschnitten wurde oder anders gerahmt werden musste. Aber jetzt sozusagen, was ich ganz, das Filmische, was relevant ist, ich denke, zum einen ist dem Film noch eine unglaubliche zeitliche Nähe zum Ereignis eingeschrieben. Also es wirkt, obgleich er so kunstvoll komponiert ist, scheint er irgendwie doch so eine rohe und wenig bearbeitete Erinnerung zu transportieren. Das macht sicherlich aus heutiger Sicht auch eben dieser etwas altertümlichere Dokumentarfilmstil aus. Das sind auch die Bilder, die man heute einfach nicht mehr zeigt, diese gewaltigen Bilder, gewaltvollen Bilder. Und zugleich ist der Film eben nicht glättend. Und das ist, denke ich, macht es ganz wichtig im Verhältnis zu heutiger Erinnerungskultur. Also der glättet nicht, sondern der thematisiert auch seinen eigenen Abstand zum Geschehen. Also er ist auch reflexiv und erzählt eben eine Geschichte, wie wir sie heute gar nicht mehr kennen. Also bevor ich darauf eingehe, wollte ich noch sagen, was ich auch spannend finde, Saul Friedländer hat ja jetzt erst in den 2000ern oder 2010ern über die integrierte Geschichte geschrieben. Also er meinte eben, Holocaust-Geschichtsschreibung ist in einer gewissen Weise zu abstrakt. Die Menschen, also wie das so ist bei der Wissenschaft, die Menschen verschwinden aus dem Text. Der Horror, der Schock verschwindet, das Trauma. Und deswegen plädiert er für eine integrierte Geschichte. Und das bedeutet, dass einerseits diese NS-Strukturen, Akteure, Tätergeschichte mit Perspektiven und Stimmen von Opfern zusammengebracht werden. Und er macht es ziemlich filmisch. Er schreibt auch darüber, dass er so einen filmischen Montagestil wählt, in dem verschiedene Perspektiven aufeinander kollidieren. Und ich musste jetzt auch bei Nacht und Nebel daran denken, denn auch hier gibt es ja immer wieder diese, was wir mit Mann, wir, ihr oder auch gehört haben, aber es gibt immer diese Perspektive sozusagen aus der NS-Struktur heraus auf das Lager. Es gibt diese Stimmen der Opfer, die nicht benannt werden, die sozusagen, und es gibt diese Bystander, also diese Zuschauer und die damalige historische Bystander-Perspektive, die sich ja eigentlich nur durch diese, wie nennt sich das, Mann, wir, uns, ja, ist Personalpronomen und kenntlich macht und durch die Diktion eben des Sprechers, der ja dann entweder so ganz harsch eher diese NS-Perspektive einbringt oder manchmal auch sehr emphatisch, zum Beispiel wenn es um die Lagerkunst geht, die Perspektive der Ermordeten und der Überlebenden transportiert. Und das fände ich zum Beispiel sehr spannend, das auch mit Jugendlichen rauszuarbeiten. Was macht das, wenn man Film so komponiert? Und was macht das, wenn man Filme, so wie sie heute sind, wenn die viel stärker Geschichten des Überlebens erzählen, weil die meisten Filme heute Zeitzeugenfilme sind. Und damit werden andere Geschichten erzählt. Und das ist sozusagen, das ist natürlich gut so, dass es diese Geschichten gibt und die sind ganz wichtig. Interessanterweise würde ich auch sagen, was es auch macht, ist, dass Jugendliche so eine irgendwie doch die eher diese positiv endende Heldengeschichte, an solche Geschichten denken, wenn sie an die Shoah denken. Und also selbst das, auch das Trauma des Weiterlebens spielt da nur eine kleine Rolle. Eigentlich geht es immer, es ist eine Geschichte, die gut geendet hat irgendwie. Also dieser Rest, es bleibt fast kein unauflösbarer Rest. Und das führt zusammen mit der Tatsache, dass heute
quasi jeder in der damaligen Zeit irgendwie als Zeitzeuge bezeichnet wird und dann gleichermaßen interviewt wird und sozusagen die Perspektive des ehemaligen Mitläufers, der Mitläuferin oder des ehemaligen Täters, der Täterin irgendwie relativ gleichberechtigt neben der Perspektive der ehemaligen Verfolgten steht. Das ist, hat halt bei Jugendlichen, das sehe ich immer wieder, ja, so ein Bild von, irgendwie war das damals alles schlimm und alle haben auch irgendwie gelitten und sind auch alle schrecklich traumatisiert. Das ist sozusagen das Bild, was da bei vielen hängen geblieben ist. Und hier würde ich sagen, ist dieser Film halt einfach ein Film, der total einen Abschluss des Gedenkens verhindert und der ganz viel Unruhe stiftet. Und ich habe hier bei Helmut Lehten in seiner Autobiografie einen Satz gefunden, den fand ich so ganz passend. Da beschreibt er nämlich, wie er das erste Mal mit 18 Nacht und Nebel geschaut hat. Und er sagt, als 18-Jähriger empfand ich, ohne darüber nachzudenken, die Bildevidenz des Horrors kann nicht überboten werden. Sie blieb im Schock des Schreckens eingekapselt, einer betriebsblind somatischen Erkenntnis, die sich vorläufig in die Krypta des Bewusstseins zurückzog. Also sozusagen so eine irgendwie vorbewusste Erfahrung, wenn man mit diesen Bildern das erste Mal konfrontiert wird, wir haben das bei Susan Sontag, kann man das ja auch lesen, das ist sozusagen eine Erfahrung, die irgendwie später sicherlich nochmal wirksam wird. Jugendliche heute haben diese Erfahrung nicht mehr und das ist ja auch sozusagen auch, hat auch natürlich gute Seiten, also diese Bilder sind gewaltvoll, diese Bilder zeigen ja auch einfach Menschen, die gerade ihrer Würde beraubt werden, aber so eine Ahnung dessen, was der Holocaust ist, kann man eben in diesem Film schon, also man kriegt so eine Ahnung davon. Und deswegen denke ich, ist dieser Film immer noch wahnsinnig aktuell. Ja, vielen Dank. Margit Eschenbach hat sich gemeldet und dann Eva Hohenberger. Also ich finde, was in dem Film auch noch ist, und das ist eigentlich erstaunlich, das wird da so gesagt und ich habe eigentlich wenig Reaktion darauf bisher erlebt. René oder Cajol sagt, es gab in den KZs Bordelle. Es gab Bordelle. Das wollten viele nicht wahrhaben und ich hatte auch mit Zeitzeugen Gespräche und im Buchenwald gab es auch eins, die wollten darüber nicht reden oder die haben behauptet, das würde nicht stimmen. Weiter, und das finde ich wirklich, das sind Brisanz, ist eine Brisanz, die wirklich um die ganze Thematik und auch eben um Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik, dass gesagt wird, es gibt eine Haute-Volée des Lagerlebens. Das gab es. Da gab es Privilegien, da wurden sogar die Kapus kriegten ihre Uniformen geschneidert von in der Hierarchie viel tiefer stehenden Gefangenen. Mit Häftlingen. Also er hat unglaublich, so en passant werden Dinge angesprochen, die in sich jedes Faktum eine unglaubliche Brisanz und unglaubliche Konflikte im Hintergrund, Ungerechtigkeiten, Interpretationsvorherrschaften, was, worauf lege ich ab, wie stelle ich Opfer dar, weil Opfer, die ins Bordell gehen, da gibt es dann nochmal ein anderes Opfer, nämlich die Frau, die dort gezwungenermaßen sich prostituieren muss. Also das finde ich eigentlich spannend, dass dieser Film unglaublich viele Anknüpfungspunkte an mögliche Diskussionen gibt. Und dann wollte ich nochmal sagen zu den Zeitzeugen. Das bietet sich an, ich habe von Schülern gehört, dass sie eigentlich froh sind, dass sie Leute sehen, Zeitzeugen, in der DDR sagte man ja interessanterweise Augenzeugen, dass die überlebt haben. Dass das nicht so, also sie sind so erschlagen von den Bildern, dass sie, das ist einfach das Ende der Welt und dann gibt es jemand, der ist da rausgekommen. Also das scheint für manche Zuschauer, vor allem für Jugendliche, ein Moment, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen pathetisch, des Trostes oder Gott sei Dank ist jemand rausgekommen. Und ich glaube, dass dieser Aspekt ist nicht für uns Filmer nicht unwichtig. Frau Hohenberger?
Ich möchte Margit Eschenbach mal auf alle Fälle beipflichten. Das ist mir heute auch aufgefallen, dass sehr viel so en passant erwähnt wird und nicht ausgeführt wird weiter. Ja? Und das ist, glaube ich, für uns interessanter als für die damaligen Zuschauer, weil wir einfach das, was nicht ausgefüllt wird, wunderbar ergänzen können, weil wir inzwischen eben sehr viel mehr wissen. Ich wollte aber gerne auf etwas eingehen, was Frau Seider gesagt hat, weil entweder habe ich etwas missverstanden oder ich muss dringend widersprechen. Haben Sie tatsächlich gesagt, es gibt eine Perspektive, also in der Multiperspektivität, die Sie in diesem Kommentar gefunden haben, es gibt auch eine Perspektive, die sich anlehnt an die NS-Struktur? Ja, also Struktur, ich würde sagen, an die Ideologie. Also es ist sozusagen, es wird sich angelehnt sozusagen an das, was Olga Wormser hat ja in ihrer Dissertation geschrieben, im Vorwort, glaube ich. Ziel unserer Arbeit ist es keineswegs die Beschreibung des Lebens im KZ, sondern die Untersuchung der Ausarbeitung und Anwendung seiner Normen durch diejenigen, die es geplant haben. Also das bezieht sich ja jetzt nicht auf den Film, aber diese sozusagen Ideologie und diese, glaube ich, zynische, menschenfeindliche Haltung, die sich hinter aufgestellten Ortsschildern mit Bebilderung, hier geht es zum KZ oder diesen eben, ja, doch irgendwie kreativ gestalteten Wachtürmen und so weiter verbirgt. Das meine ich mit, da verbirgt sich sozusagen diese Perspektive der Akteure, der NS-Akteure, die Perspektive der Ideologie. Ist das verständlicher oder ist es immer noch widersprechen? Wollen Sie immer noch widersprechen? Ich widerspreche jetzt einfach mal, damit wir hier mal Fahrt aufnehmen. Also ich würde sagen, es gibt viele Perspektiven in diesem Film, aber es gibt keine Täterperspektive. Und weder Mann noch ich noch sonst wer, wir sind die Täter. Es wird eine Perspektive auf die Täter eingenommen. Ja, aber es gibt keine Täterperspektive, wenn diese lustigen Ortsschilder gezeigt werden oder wenn eben der sarkastische Ton angeschlagen wird in Hinsicht auf die Baustile oder die Buchhaltung erwähnt wird. Später wird der Tonfall dann ernster, wenn das Material der Alliierten gezeigt wird also die schaurigen Geschichten erzählt werden, dass aus Leichen Seife gemacht werden oder dass da die tätowierte Haut ausgeschnitten und gesammelt wurde und so weiter, dann erfährt man natürlich jede Menge über Praktiken der Täter, aber ich würde eben sagen, es gibt überhaupt keine Annäherung an deren Perspektive. Ja, ich d'accord. Nein, also genau, es ist eine Erzählung über, also eine distanzierte ja. Einnahme. Und dann möchte ich noch gerne etwas sagen, Sie haben das Wort Bystander erwähnt. Und da würde ich sagen, da habe ich eher die Befürchtung, dass man vom zweiten Großopus, ja, das zentral nur von der Judenvernichtung handelt, dass man da eine Perspektive übernimmt und auf Nacht und Nebel überträgt. Weil die Bystander spielen keine große Rolle und deren Perspektive spielt auch keine große Rolle. Es wird nur gesagt, um die Lager gibt es ein Umland. Mehr nicht, ja. Da können wir uns jetzt reindenken, dass in diesem Umland wohl auch Menschen gelebt haben, die etwas von diesem Lager mitbekommen haben. Aber sie spielen dezidiert als eine Gruppe, würde ich sagen, auch keine Rolle. Also im Mittelpunkt steht für mich wirklich der Deportierte. Und der Film folgt ja einer Chronologie, das hat er wahrscheinlich übernommen aus der Ausstellung, die war vielleicht auch chronologisch organisiert. Und die meisten Einführungsfilme natürlich in spezifische Lager, also wie Margit auch gemacht hat, folgen der Chronologie, weil sie wollen ja die Geschichte des Lagers, die dort gar nicht sichtbar ist, in jedem Fall, für die Besucher
deutlich machen, dass die mit dieser Hintergrundinformation dann da durchgehen können. Also dieses sich halten an die Chronologie ist einerseits dem pädagogischen Anliegen, glaube ich, zu verdanken, und andererseits gibt sie die Struktur dieser Ausstellung wieder. Aber nichts in dieser Chronologie, wie gesagt, also thematisiert oder nimmt die Perspektive von Bystandern ein, sondern es ist der Weg des Deportierten. Es ist etwas, es wird geschildert, was der Deportierte erlebt, wie er behandelt wird, wie er dehumanisiert wird und welche Zwangsmechanismen eben auf ihn angewendet werden. Und es gibt im Verhältnis dazu eine sehr dezidierte Perspektive der Zeitgenossen, die heute da stehen, nicht wahr, und auf diese Landschaft schauen. Das ist ja auch sehr interessant von heute aus zu sehen, also wie Auschwitz und Birkenau 1956 ausgesehen haben. Ja. Sich die Frage stellen, ja, was machen wir jetzt damit? Ja. Ich würde trotzdem noch mal einbringen, ich finde dieses Bild, wo das außerhalb des Zaunes gezeigt wird und dann eben diese geringe Distanz zu Weimar, die erzählt einfach schon noch mal mehr. Die erzählt einfach, dass dieses Lager, wie ja auch am Anfang gesagt wird, in der Mitte auch ein Weg von einem Vergnügungspark und von einem Feld und so weiter kann zu einem Konzentrationslager führen. Und ich finde schon, dass da die umgebende Gesellschaft miterzählt wird. Und ich finde das auch ganz wichtig. Und ich finde, das hat auch, also ich hatte da einen Schock der Erkenntnis, also dieses Bild, was dann plötzlich auftaucht. Und dieses vis-à-vis, also das gegenseitige Anblicken quasi, zumindest mit imaginieren lässt. Ja, vielleicht kurz noch eine Rückfrage, weil jetzt gerade auch aufgekommen ist, dass Filme sehr oft dann chronologisch gemacht werden. Wie könnte ein Film aussehen, der eben nicht chronologisch aufgebaut ist? Welche Potenziale könnte sowas haben, dass man das eben mal anders angeht? Vielleicht Frau Eschenbach an Sie gerichtet als Filmemacherin? Ja, das ist natürlich schwierig, diese Fragen, was wäre, wenn? Es ist kompliziert. Ich kann dann thematische Blöcke machen. Die sind dann nicht chronologisch. Der Witz ist, dass eine Dramaturgie, der ja jeder Film unterliegt, jeder Film, der noch so spröde ist, hat eine Dramaturgie. Und diese Dramaturgie stellt sich am ehesten her über die Chronologie, weil da haben wir den Ausgangspunkt und da haben wir den Endpunkt. Und wenn ich thematische Blöcke zum Beispiel als eine andere Möglichkeit nehme, muss ich immer irgendwie reinbringen, wie kam es dazu? Also mir fällt jetzt, also Sie fragen mich so ganz spontan, sage ich, dass das Prozesshafte ist dann wahrscheinlich sehr viel schwieriger darzustellen, und wir müssen hier auch nochmal gucken, solange wir mit authentischem Material arbeiten, haben wir ja auch sehr strikte Grenzen, wenn wir nicht andere Materialien dazu nehmen, also dann würde man eben den Spielfilm machen, und dann finde ich La Vita e Bella zum Beispiel einen durchaus interessanten Film. Ich kann nicht wirklich umfassend oder für mich selber befriedigend auf Ihre Frage antworten. Genau, eine andere Frage, die jetzt schon eben mehrfach auch angesprochen wurde, ist oder ein anderes Themenfeld, ist eben die Heftigkeit der Bilder. Silvi Lindenberg schreibt auch viel darüber, dass das eigentlich ein Film trotz allem ist. Alle haben sich damals schon schwer getan, mit diesem Material umzugehen, diese Bilder zu sehen. Und Frau Seider, Sie haben es ja auch erwähnt, in unserem Vorgespräch ist auch das Thema des Trigger Warnings aufgekommen, dass auch an Universitäten zunehmend Studierende von ihren Lehrenden verlangen, Trigger Warnings zu Filme, auch zu historischen Filme auszusprechen. Genau, vielleicht können Sie noch einmal kurz, ich glaube, das war damals von Ihnen, von Ihrer Universität, dieses Beispiel, das noch mal kurz erzählen. Ich
Also es war jetzt nicht im Zusammenhang mit diesem Film, sondern einem anderen Dokumentarfilm, in dem auch ein Körper eines Gestorbenen gezeigt wurde. Und ja, das ist also generell, so in der politischen Bildung gibt's den Beutelsbacher Konsens. Jetzt spreche ich mal über die politische Bildung. Der hat als zweites Prinzip das Überwältigungsverbot. Der ist von 1976 und in den 2000ern wurde der ausgegraben, also auch in der Gedenkstättenpädagogik, um sozusagen auch zu rechtfertigen, warum man keine dieser Ikonen, also ikonografischen Gewaltbilder mehr zeigen soll. Also das hat ja auch andere Gründe. Also es war ja auch von Seiten der Opfer, der Angehörigen von Opfern oder ehemaliger Verfolgter ein Wunsch, weil das einfach ja auch eine eben dehumanisierende Perspektive auf Menschen einnimmt, diese Täterbilder. Aber es gab eben auch diese Überzeugung, dass die Gedenkstättenpädagogik sich ganz radikal ändern muss und dass es viel weniger auf Überwältigung gesetzt werden soll und Traumatisierung, sondern analytisch, sozusagen eher rational das zu verstehen und Empathie zu entwickeln natürlich, aber auch keine Identifikation. Aber also das war wirklich, meine Generation wuchs noch damit auf, dass Lehrer uns die Überzeugung hatten, also wenn man einfach diese Bilder sieht und diese Quellen liest und diese Dokumente und diese Erfahrungsberichte, dann ist das quasi so schockierend, dass dann nachhaltiger Eindruck bleibt, der irgendwie pädagogisch eine Form von ein Nie wieder sozusagen, also den Willen dazu, das in der Zukunft zu verhindern, produzieren könnte. Und da gab es dann diesen Turn und ab seither sind Gedenkstätten ja, wie ihr Buch auch heißt, Grau in Grau, also relativ mit in nüchternem Pathos gehalten und Studierende und Schüler sind eben diese Bilder, kennen diese Bilder eigentlich aus dem bildungspädagogischen oder Gedenkstättenkontext, soweit ich weiß, kaum noch oder gar nicht mehr. Und da wäre es natürlich schwierig, den Film einzusetzen. Oder es bedürfte einer gewissen, es könnte schwierig sein. Und würde auf jeden Fall heißen, dass man die Studierenden vorher darauf hinweisen müsste. Margit Eschenbach hat sich gemeldet. Hab dich nicht, aber die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, wenn ich da mal Frau Wachmann zitieren darf. Das muss, finde ich, in unserem Kulturkreis zumindest, würden Sie, Frau Seider, würden Sie Ihr Mikro ausmachen, weil das gehört zur Rückkopplung. Also es ist zumutbar und ich denke, man muss es zeigen, man soll es zeigen und es ist natürlich auch wieder da der Kontext, wie man das macht. Deswegen habe ich das versucht, zum Beispiel in meinem Film eben doch so etwas moderat zu machen, dass nicht sofort Abwehr und Aggression passiert. Das ist ja das, was man durchaus auch erlebt, dass diese Bilder also Lachen oder Aggression produzieren, weil das Verhaltensrepertoire ja nicht so groß ist, mit solchen brutalen Bildern umzugehen. Es hat was von Überwältigung. Ich würde daraus nicht unbedingt schließen, dass es ein Nie wieder daraus erfolgt. Und das wäre auch nochmal meine Frage zu unserer anfänglichen Diskussion. Dieser Appell, den Alain René macht, also seid wachsam. Natürlich ist er wichtig, natürlich ist er richtig, aber ist ein Wachsamsein heute, wie ist das eigentlich? Wo ist dann heute die Gefahr? Welche Form hat die denn? Wie sieht die denn aus? Und das sind die Leute, denen wir gegenüber wach sein müssen, die kennen diese Bilder alle. Also ich denke, da ist der Film, also Nacht und Nebel, immer noch ein Instrument, aber da braucht es einige andere noch, um heute adäquat in Wachsamkeit zu produzieren. Ja, gebe ich Ihnen recht.
das ist ohnehin die Frage. Also klar, einem irgendwie Neonazi mit geschlossenem Weltbild oder generell ist es, wird ja auch diskutiert, ob tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gegen heutigen Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus irgendwie sinnvoll dazu beitragen kann. Und im Grunde sind die Einschätzungen recht bescheiden. Also es kann eher diejenigen erreichen, die vielleicht einfach nicht so viel wissen oder die vielleicht bestimmte Positionen vertreten, weil sie darüber noch nicht groß nachgedacht haben. Also es gibt auf jeden Fall, aber sind jetzt nicht die schon radikalisierten Leute, nicht die besonders rassistischen oder antisemitisch eingestellten Leute. Was ich noch sagen wollte zu diesem sogenannten Trigger Warning, ich glaube, warum es schon Sinn macht, also ich gebe Ihnen recht, ja, die Wahrheit sollte gesehen werden, aber vielleicht müssen wir uns auch nochmal unser Publikum heute vor Augen führen. In der postmigrantischen Gesellschaft haben wir eben Nachkommen von ehemaligen Tätern Mehrheitsgesellschaft. Wir haben vielleicht Nachkommen von Familien, wo Familienangehörige ermordet wurden oder verfolgt wurden, oder Kinder oder von Familien, die aus anderen Kriegstraumata-Kontexten kommen. Und insofern glaube ich, ist es auch was anderes, sozusagen dieser Gruppe das zuzumuten, ist nochmal was anderes wie den Kindern derjenigen oder der Enkel derjenigen, die diese Verbrechen verübt haben. Ich sehe im Chat, dass es jetzt schon auch erste Fragen aus YouTube gibt. Angela Koch, bitte. Ich wollte diese Trigger-Diskussion jetzt nicht unterbrechen. Also wenn es da noch eine Antwort gegeben hätte, noch eine weitere, dann würde ich nämlich die Fragen danach anschließen. Genau, Frau Homberger hat sich jetzt noch gemeldet, dann danach. Ich habe das jetzt ein bisschen als Aufforderung verstanden, weil ich überhaupt noch gar nichts dazu gesagt habe. Ich bin ja nun nicht so die Freundin von Triggerwarnungen, aber im speziellen Fall würde ich denken, muss man halt genau gucken, für welchen Kontext werden diese Filme gemacht. Ja, und jetzt haben wir es hier eben mit zwei Auftragsfilmen zu tun. Der Bildgebrauch, den René macht, ist nicht historisch spezifisch. Also im Text wird irgendwas gesagt und die Bilder passen in einem historisch spezifischen Sinn nicht dazu, sondern es sind Bilder, die benutzt werden, weil sie eine symbolische Qualität haben und weil es nicht um ihre detailgenaue historische Verortung geht. Ich finde sogar ein solches Verfahren legitim. Es ist im Übrigen das, was man meistenteils bei Fernsehdokumentationen erlebt. Da werden die Bilder auch heute noch so benutzt, dass sie einen Symbolwert haben und irgendetwas ins Bild setzen, aber nicht unbedingt das, worüber im Text die Rede ist. Auf der anderen Seite gibt es heute selbstverständlich ein ganz anderes Bewusstsein über die Historizität dieser Bilder. Darauf ist ja hingewiesen worden. Also die eingeschriebene Täterperspektive ist ja etwas, was immer wieder genannt wird. Dann würde ich mir vorstellen, ja, dass man das einfließen lassen kann in so einen Film, aber dass man auf diese Bilder nicht verzichten darf. Also ich würde sehr stark dafür plädieren, diese Debatte ist ja offensichtlich vor allen Dingen in Frankreich sehr, sehr breit geführt worden, was nur erklärbar ist über die zunehmend radikale Haltung von Lanzmann, der sich so gegen die Verwendung von Archivbildern ausgesprochen hat. Aber diese Bilder legen auch Zeugnis ab. Ja, und das
kann man thematisieren und würde man vielleicht heute bestenfalls auch thematisieren, dass man eben dazu sagt, diese Aufnahmen sind vom britischen Militär gemacht worden und es ist Bergen-Belsen. Ja, und es handelt sich hier um Aufräumarbeiten nach der Öffnung des Lagers durch die Alliierten. In dem Zusammenhang, in dem diese Aufnahmen bei René vorkommen, haben, glaube ich, viele Leute die Assoziation, ach, das ist das, was die Nazis gemacht haben. Ja, die haben achtlos mit dem Bulldozer diese Leichen in irgendwelche Gruben gefahren. Und das kann man auf diesem Wege verhindern. Aber wie gesagt, ich schließe mich da vollständig Margit Eschenbach an und denke auch, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und sie muss ihnen auch zugemutet werden. Ja, also ich habe jetzt schon sehr viele solche Bilder gesehen und das ist ein kleiner Seitenabschwenker. Erst im Laufe der letzten Jahre habe ich zum ersten Mal Aufnahmen gesehen aus Ruanda. Das war in einem belgischen Film. Diese Schlachtereien, ja, mit der Machete und dann da die Kamera draufhalten und so weiter, das waren für mich die schrecklichsten Bilder, die ich bis dato in Hinsicht auf also Gewaltanwendung gesehen habe. Ja, und das meiste Material, was wir eben in Nacht und Nebel sehen, ist Material von den Alliierten und irgendwelche Schnappschüsse, natürlich selbstverständlich von den Nazis, die ihren schönen Zoo fotografiert haben und ihr herrliches Abendessen. Aber da gibt es ja dann wiederum den sarkastischen Kommentar, der sagt, ja, die Dame des Hauses, nicht wahr, richtet hier ein schönes Essen ein, wie in irgendeiner Garnison. Also von meiner Seite aus ein Plädoyer für die Weiternutzung dieser Bilder und gegen Triggerwarnungen. Und da müssen die Pädagogen entscheiden, ab welchem Alter man das Kindern oder Jugendlichen denkt, zumuten zu können. Ja, vielleicht kurz nochmal die Rückfrage an Frau Seider. Brauchen eigentlich diese Bilder dann immer Vermittlung oder gibt es einfach auch Filme, die man ohne Bedenken oder auch der Film von Frau Eschenbach ist ja in der Gedenkstätte gezeigt worden, höchstwahrscheinlich auch ohne Vermittlung rundherum. Kann man diese Bilder dann einfach Leuten zumuten oder bräuchte es eigentlich eine Medienkompetenz, bräuchte es Vermittlungsarbeit auch mit den Filmen? Ich glaube, das kommt auf den Kontext an. Also in einem Filmstudiengang würde ich sagen, es reicht, darauf hinzuweisen, dass der Film gewaltvolle Bilder enthält. Und in einem Schulkontext, in der Oberstufe, würde ich auf jeden Fall eine pädagogische Vermittlung anwenden. Also bei Jugendlichen, ja. Und nicht bei jedem Film gleichermaßen, aber bei diesem Film schon. Ja, und vielleicht auch nochmal die Frage an Frau Eschenbach. Dadurch ist ja, ihr Film wurde ja über mehrere Jahrzehnte, ich weiß nicht, wird er heute noch gezeigt? Ich glaube ja, also ich weiß es aktuell auch nicht, aber ich glaube, der läuft sowohl für Besucher in dem Kino, er läuft aber auch in einem Kontext, da gibt es ein pädagogisches Programm, da wird er auch gezeigt. Und er wird übrigens auch erstaunlich viel wohl in der Lehre eingesetzt. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viel Arbeit es über diesen Film gibt. Aber ich wollte was anderes noch sagen oder fragen. Ich verstehe das und gerade, Frau Seidler, dass Sie, weil Sie mit den Jugendlichen zu tun haben, dass die natürlich mit diesem Problem konfrontiert sind. Ich denke mich manchmal, was sind denn das für sensible junge Menschen? Was spielen die denn eigentlich für Games? Und was gucken die denn eigentlich sonst im Internet an? Also also mir steht das nicht zu, da zu urteilen. Ich würde nur gerne mal wissen, gibt es eigentlich Games, die sich mit diesem Thema beschäftigen und mit welchen Mitteln arbeiten die? Denn vielleicht wäre das Adäquatere heute nicht mehr mit einem traditionellen 35mm-Film, der auf Schienen mit tollem Ton, sondern vielleicht ist das, seit das Wachsamsein bedeutet heute vielleicht auch mit anderen, das ist ja Ihr Studienrichtung genau eigentlich das Richtige, ist das nicht heute mit anderen medialen Mitteln eigentlich anzugehen und erfolgreich zu, ja, in Angriff zu nehmen? Da kenne ich mich zu wenig aus, da würde ich gerne was lernen.
Also ich bin da tatsächlich auch die Falsche, aber Sie haben mich jetzt zum Glück erinnert, dass ich nämlich noch eine Sache ganz wichtig fand. Ich bin nämlich würde ganz finde ganz toll an dem Film, dass der eine Adressierung vornimmt, ohne diese ich habe es Interaktionswut genannt. Also ich würde gerade nicht für die Gamification plädieren. Mir gefällt es eben genau, dass der Film immer wieder auch die Zuschauer oder die Gesellschaft heute adressiert und genau nicht, und das, und da muss der Einzelne, die Einzelne einfach dann sozusagen weiter mit, also selber reflektieren und mit dieser irgendwie Bestürzung und Unbestimmtheit auch dazu eine Haltung entwickeln und kann eben nicht genau, wie das viele Filme heute machen, wie zum Beispiel Austerlitz oder so, oder Uploading Holocaust, das sind ja Dokumentarfilme, wo genau so eine Interaktionswut dokumentiert wird, wo es eigentlich überhaupt nicht mehr um den historischen Ort, auch nicht mehr um das Ereignis geht, sondern eigentlich nur noch um die Art und Weise, wie man sich heute sozusagen selbst mit dieser heutigen medialen Erinnerungslandschaft interagiert. Und deswegen würde ich sagen, genau das braucht es eben nicht. Also es gibt ganz viele neue mögliche Nachspiele und das mag sicherlich auch Sinn machen, aber ich weiß nicht, wie viel Reflexion dadurch ausgelöst werden kann. Ob das nicht eigentlich eher die Beschäftigung mit sich selber in einem Spiel, in einer Landschaft ist. Also ich denke, wichtig ist irgendwie auch gerade heute, wo genau alles so gamifiziert wird, dass Jugendliche oder generell Menschen wieder sich mit Verfremdungserfahrung auseinandersetzen müssen. Also mit dem, was so ganz anders ist als man selber. Das ist irgendwie auch Bildung. Gut, jetzt Angela Koch, bitte die erste Frage aus dem Chat. Ja, wir haben Fragen nun im Chat und die erste Frage nimmt Bezug auf die Materialien, die im Film verwendet werden. Welche Aussage machen die, also die Materialien der Architektur? Im Film gibt es das Zitat, nur der Beton wird erweicht. Also welche Rolle spielen, welche Sprache sprechen diese Materialien in dem Film? Wer möchte dazu antworten? Der Beton kommt ja im Zusammenhang mit den Nägeln, die kratzen von den Häftlingen. Also in Buchenwald sagt man, oder in deutschen KZs spricht man immer von Häftlingen, in Frankreich von Deportierten. Also von den Deportierten oder Häftlingen, die also in ihrer Verzweiflung sogar also diese Beton verformen können. Sonst sehe ich jetzt nicht eine einheitliche Verwendung, außer dass damals dieses ganze Stahlbeton, wo die Masten für die Elektrozäune waren. Aber wir sehen ja an der Fülle der Türme, dass das ganz unterschiedliche Materialien waren. Es ist auch die Frage, wann die KZs gebaut wurden. Es gibt da auch dann unterschiedliche Phasen und dann auch unterschiedliche Architekturen und unterschiedliche Materialien, wann und wo sie gebaut wurden. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Also zu der Szene mit dem Beton, hast du ja jetzt schon was gesagt. Und das ist, glaube ich, auch eine Szene, die ziemlich angegriffen worden ist. Es stimmt, glaube ich, auch nicht. Ja, dass die Gefangenen in der Gaskammer, also mit ihren Fingernägeln, da oben unter der Decke irgendwelche Rillen in ihrer Todesangst reingeritzt haben. Also, aber abgesehen davon... Ich sehe das auch mehr als Metapher eigentlich. Ja, sogar Beton lässt sich erweichen, heißt es ja. Ja, das ist schon ziemlich metaphorisch. Ich habe die Frage nach dem Material ein bisschen anders verstanden. Und zwar nach den materiellen Überresten, die uns der Film da auch vorführt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Frage gemeint war. Weil es gibt ja so einen kleinen Abschnitt in dem Film, wo es sozusagen um Widerstandshandlungen geht, ja, die sich ja auch peu à peu steigern, bis hin zum organisierten politischen Widerstand.
und als eine grundlegende und erste Form des Widerstands wird eingeführt ein bestimmter Umgang der Gefangenen mit Materialien. Also dass sie aus dem, was sie da irgendwie vorfinden, dass sie etwas schnitzen, ja, oder dass sie sich noch intellektuellen Tätigkeiten hingeben und dass diese Dinge uns erhalten geblieben sind. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, dass ich verstehe die Frage nicht, aber ich habe es auch darauf bezogen, was machen wir mit den materiellen Überresten? Ja, und wie stellen wir die aus? Weil es gibt ja auch diese Aufnahmen natürlich von den massenhaften gleichen Objekten. Also diese Brillenberge, die Schuhe, die weiß ich gar nicht mehr, ob sie vorkommen. Und dann gibt es diese Haare. Ja, was machen wir denn mit diesen Materialien? Also dazu macht der Film ja keinen Vorschlag. Er führt es einfach nur vor. Und es ist Bestandteil der Gedenkstätte, ja, die das, glaube ich, heute immer noch vorführen. Also für die Gedenkstätten ist das unglaublich wichtig, glaube ich, dass sie authentische Materialien vorführen können, an die sich dann eine Imagination der Zuschauer und des Publikums heften kann. Also so wie ich das aus dem Chat herauslesen kann, scheint die Frage beantwortet zu sein und es ging um diese Betondecke in der Gaskammer. Die zweite Frage, die im Chat gestellt wird, ist, liegt die Intensität des Films Ihrer Meinung nach auch in seiner Kürze begründet? Ich finde das auch schwer zu beantworten. Ja, ja. Ja, aber dann haben wir das Gegenbeispiel. Ja? Also wir haben 9 Stunden Shoah, übrigens ein Film, der nicht chronologisch funktioniert und der doch nur wirklich auch sehr intensiv ist. Also man muss, glaube ich, da antworten, man kann auch in 30 Minuten Langeweile verbreiten. Nacht und Nebel tut das Gott sei Dank nicht. Es ist, wie Margit Esch schon sehr richtig gesagt hat, alles eine Frage der Dramaturgie. Da kann man sagen, diese 30 Minuten von Nacht und Nebel waren sehr gut ausgenutzt. Jetzt gibt es hier zu den Materialien noch eine Ergänzung. Vielleicht kann ich die hier noch nachtragen. Und zwar die Frage, ob Materialien und Dinge als Zeugen in dem Film dargestellt werden oder ob sie die Rolle von Zeugenschaft übernehmen. Ich würde sagen, eindeutig. Also dem ist so, ja, wir kriegen die Trümmer der gesprengten Krematorien vorgeführt und natürlich sind Überreste. Ja, und sie legen Zeugenschaft ab von dem, was dort einmal gewesen ist. Und auch die Objekte, die eben vorgeführt werden, das geschnitzte Krokodil, die anderen habe ich jetzt vergessen. Und die Objekte, die, das ist ja Material von den Alliierten, für die deutsche Bevölkerung ausgestellt worden sind, wie diese tätowierte Haut. Ja, das sind Objekte im Status eines Beweises. Guckt hin, das haben sie gemacht. Es gibt ja am Ende auch im Kommentar sowas wie: Das kalte, trübe Wasser umfließt schon die Grundmauern ins rechte Innere. Also auch da gibt es ja die Metapher, dass diese Überreste bedroht sind oder irgendwie einfach nicht mehr da sein werden und dass das sozusagen auch der Weg ins Vergessen sein könnte. Darf ich noch etwas sagen zu dem Material und der Zeugenschaft? Ich habe in Buchenwald was Merkwürdiges erlebt. Ein KZ wird eingewintert. Das heißt, wenn es kalt wird, werden die Objekte geschützt. Die Latrine, der Baum, an dem die Häftlinge gequält worden sind. Also was ganz Merkwürdiges. Dinge, die eigentlich verrotten würden und nicht mehr da sein würden, was einem ja eigentlich erleichtern würde, dass das Zeug nun endlich weg ist. Nein. Man muss es genau wegen dieser Zeugenschaft
aufheben. Das heißt, dieser Baum, an dem die Häftlinge gequält worden sind, da gibt es zwei Reservestämme im Lager. Es ist ja irgendwie sehr merkwürdig. Ich hatte das damals gereizt, ich hätte am liebsten auch über sowas einen Film gemacht. So diese Fortschreibung dieser Geschichte durch das Erhalten und Ersetzen von diesen Gegenständen, die da waren, um Menschen zu quälen. Das finde ich nach wie vor merkwürdig und berührt mich jedes Mal. Also ja, aber man muss es offensichtlich machen. Man muss es machen, sonst gibt es irgendwann diese Gedenkstätten nicht mehr. Und dann wäre die Frage, ist das sinnvoll, dass es die nicht mehr gibt? Aber dieser eigentümliche Prozess, etwas, von dem man wünscht, es wäre nicht da, hebt man liebevoll mit fachmännischen, fachfraulichen Wissen, hebt man auf und konserviert es und stellt es dann, wenn der kalte Winter vorbei ist und der Frostschaden wieder behoben ist, stellt es wieder erneut aus. Ja, vielleicht kurz nochmal da, weil wir jetzt gerade auch gesprochen haben über diese Berge von Haaren, Schuhen, Brillen etc. Inwiefern oder sind die Bilder von Nacht und Nebel eigentlich schon zu Stereotypen des Holocausts geworden? Nun ist sie verschwunden. Ich würde sagen, ja. Also für mich sind die Stereotypen, wie gesagt, eher Wachturm, Stacheldraht, die Lagereingänge mit ihren Sprüchen. Diese massenhaften Objekte, die gehören für mich sehr eindeutig Auschwitz zu. Ja, diese Unmengen an Schuhen und die Unmengen an Brillen und die Unmengen an Haaren. Und dann gibt es ja auch immer noch die Goldzähne, die in manchen Filmen eine Rolle spielen und immer von einer Kiste in die andere geschüttelt werden. Also um eine Menge zu symbolisieren. Ja. Ja, insofern natürlich, klar, gehören sie auch zu den ikonischen Bildern, würde ich auch sagen. Aber die Frage wäre für mich, ob man diese Riesenansammlungen von Objekten, ob man die tatsächlich weiter aufheben soll. Also ich finde es merkwürdig, durch die Gedenkstätte Auschwitz zu gehen und hinter der Scheibe diese Tonnen von Haaren da zu sehen. Eine ganz andere Frage ist, wie werden die übrig gebliebenen Objekte in den Ausstellungen dann selber inszeniert? Und da gibt es ja unter anderem auch die Strategie, aus einfachen Alltagsgegenständen, aus irgendeinem Napf, den sich ein Gefangener selber gemacht hat oder einen Löffel, den er sich irgendwie hingebogen hat oder gefunden hat und der inzwischen sehr verrostet ist, dass man aus diesen Dingen Reliquien macht. Ja, und ich finde das an der Vernichtung der europäischen Juden, an dem Plan und an der Durchführung, es wirklich nichts gibt, was eine solche Behandlung als Reliquie rechtfertigen würde. Ja, also das ist eine Strategie, gegen die ich entschieden etwas habe. Wenn man die Dinge jetzt auf den roten Samt legt und gelblich bescheint, als hätte man es hier mit Knochen von Heiligen zu tun. Der Löffel, der in der Vitrine ausgestellt wird, der da liegt, einfach so, ohne Samt und ohne Scheinwerfer, der kriegt dann eine Bedeutung, wenn man weiß, was das Leben ohne Löffel bedeutet hatte.
Es war nämlich für viele Leute, die am Anfang eingeliefert wurden, ankamen, in diese Stations kamen, die das alles nicht mit hatten. Die wussten überhaupt nicht, womit sie essen sollten. Und ein Löffel war ein wertvolles Gut. Das gab niemand aus der Hand. Das haben die sich zum Teil an den Körper gebunden. Diese Geschichte musst du wissen. Da siehst du so einen banalen Löffel und dann merkst du, ja. Deswegen auch da, wenn ich die Geschichten weiß und wir wissen, dass wir immer was nur wahrnehmen, wenn wir darüber etwas wissen. Deswegen finde ich legitim diesen Löffel oder einen zerbeulten Becher auszustellen. Das sind übrigens, ob KZ oder Gulag, überall war das ein ganz wichtiger, wesentlicher Gegenstand. Sonst hätte man nicht überlebt. Ja, mir ging es um eine bestimmte Art der Inszenierung, ja, der Ausstellung dieser Objekte und nicht, ich wollte nicht dagegen angehen, dass man sie überhaupt zeigt. Aber gerade Buchenwald ist ja ganz schön, weil da arbeiten ja auch Archäologen. Und die buddeln natürlich immer mehr aus. Und sie buddeln mehr aus, als man für die Ausstellungen brauchen kann. Und jetzt haben sie die einfach draußen aufgehäuft und so einen Draht drüber gemacht. Dann kann man sie eben auch noch angucken. Ja, das ist auch, also die Gedenkstätten machen sich, glaube ich, schon unendlich viele Gedanken. Also wie sie ihre Ausstellungen machen, und was sie mit den Objekten machen und wie sie mit den Objekten umgehen. Und eine Möglichkeit, die, glaube ich, sehr häufig genutzt wird, ist die Einbindung in eine Geschichte. Ja, dass man irgendwie dazu noch eine Geschichte erzählt, innerhalb derer dieses Objekt dann seinen Stellenwert findet. So, ich bin jetzt kurz aus dem Chat rausgefallen, weil mein Computer nicht mehr wollte. Ich versuche jetzt wieder einzusteigen. Gibt es jetzt noch eine Frage aus dem Chat? Wir haben schon eine recht fortgeschrittene Zeit, sonst würde ich zur Abschlussrunde kommen, beziehungsweise zur Verabschiedung. Also falls jetzt noch jemand von Ihnen einen Abschlusskommentar geben möchte, wäre jetzt die Zeit. Ich würde nicht unbedingt einen Abschlusskommentar geben können, ich wüsste ja gar nicht wozu, aber im Vorfeld gab es ja die Frage nach dem richtigen Film. Und die ist ein bisschen in mir umgegangen, weil ich gar keine Antwort darauf gefunden habe. Also so als gäbe es jetzt das Rezeptbuch, wie man einen richtigen Film macht über die Lager oder über den Genozid. Das Richtige würde sich für mich eher ergeben aus der politischen Kontextualisierung. Und es ist ja zumindest in Deutschland in Hinsicht auf die Erinnerungspolitik sehr viel davon die Rede, dass deren Erfolgsgeschichte auch mit einem, wie man heute so gerne sagt, bestimmten Narrativ zu tun hat. Und dass dieses Narrativ darin besteht, einen absoluten Bruch zu inszenieren zwischen der nationalsozialistischen Vergangenheit und unserer Gegenwart. Und da habe ich dann gedacht, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ja, an den richtigen Film, dann würde er sich eher an diesen politischen Kontext richten. Und ich würde sagen, dass gerade angesichts der aktuellen politischen Lage, also aus meiner Sicht sehr viel mehr darauf ankäme, auf Kontinuitäten abzustellen und diese Bruchrhetorik mal sein zu lassen. Und auch dafür gab es in Nacht und Nebel auch so, wie Margit gesagt hat, ganz so en passant Hinweise. Und zwei Worte sind mir in Erinnerung geblieben. Das eine hieß Rassismus und das andere hieß Bürokratie. Das sind beides Worte, die in Nacht und Nebel vorkommen. Und die für mich Worte sind, mit deren Hilfe man sehr schön Kontinuitäten darstellen kann. Ja, das wäre mein Wunsch, dass der richtige Film sich damit beschäftigt. Ja, Frau Seider, Frau Eschenbach, auch noch ein Kommentar dazu. Ja, ich habe mir auch schwer getan mit dem richtigen Film. Ich bin dann ausgewichen auf das Genre der Familienfilme.
Weil mich eben auch diese Frage nach den Kontinuitäten und Brüchen und vor allem den Kontinuitäten umgetrieben hat. Und einen Film, den ich zum Beispiel sehr gut finde, ist Mein Leben Teil 2 von Angelika Levy. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der einerseits, also es sind Familienfilme, sind diese Generationenfilme, in denen Kinder oder auch Enkel von meistens Überlebenden, in einigen wenigen Fällen auch Tätern, die Familiengeschichte aufarbeiten, immer aber als politische Geschichte, im besten Fall. Und Angelika Levy schafft es, dass sie da die einerseits die Verfolgung während der NS-Zeit und den aktuellen den Antisemitismus damals in den 90er Jahren, sie sagt in Zeit, im Zuge des Zweiten Golfkriegs, zusammenbringt. Und sie bringt sozusagen immer wieder diese Aktualitätsperspektive. Und sowas würde ich mir auch wünschen. Also es gibt zum Beispiel noch Familienfilme, die noch gemacht werden müssen. Das wären Familienfilme mit einer ostdeutschen oder DDR-Perspektive. Da gibt es gar nichts, meines Wissens. Oder eben Familienfilme aus postmigrantischer Perspektive, wo das auch zusammengebracht wird. Und ja, also das wäre mein Wunsch, genau. Und Frau Eschenbach, Ihr Wunsch an zukünftige Filme? Das ist schwierig zu sagen. Den richtigen Film gibt es nicht. Es gibt einen sehr wichtigen Film, der kaum wahrgenommen wird. Das ist Der Prozess von Eberhard Fechner. Ein ganz wichtiger Film, der so viel von den Tätern hervorgelockt hat, dass die Richter sagten, wenn wir das gewusst hätten, was in diesem Film ist, dann wären die Urteile ganz anders ausgefallen. Ist die Frage, ist das ein richtiger Film? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man sich die nochmal anschauen. Ist sehr, sehr lang und sehr, sehr brutal, obwohl man da im Wesentlichen nur Gesichter sieht. Also ich habe keinen Wunsch. Ich habe einen Wunsch, dass die Zukunft besser wird. Aber danke, ich finde das eine sehr anregende und interessante Sache. Und ich finde auch den Veranstaltungsort bzw. den Inhalt dessen, was dieser Veranstaltungsort hat und in seinem Selbstdarstellung im Internet, das finde ich einen ausgesprochen interessanten Ansatz und finde ich sehr, sehr begrüßenswert. Ja, vielen, vielen Dank an unsere Diskutantinnen. Ich möchte jetzt noch kurz in eigener Sache eine Ankündigung machen. Unsere nächste große Veranstaltung wird im Mai stattfinden zum Thema der Denkmäler, Denkmalsturz, Denkmalintervention, Denkmaldebatten und findet in Kooperation mit der Gesellschaft für Kulturpolitik Oberösterreich statt. Das Programm folgt, einfach auf unserer Webseite wieder einmal nachschauen. Ansonsten einen schönen Abend. Vielen Dank für die anregende Diskussion und auch fürs Zuhören und auch mitkommentieren, mitdiskutieren. Danke. Danke. Sehr schön.